Hallo und willkommen zu meinem Video über Rotbooks. Was sind Rotbooks und wofür braucht man sie? Bei Wikipedia findet man nur ein paar knappe Sätze und auf YouTube gibt es nur kurze Clips mit spärlichem Inhalt. Insofern will ich diese Lücke mal schließen. Ein Rotbook ist eine tabellarische Aneinanderreihung von Streckenangaben oder Informationen und Fahraufträgen. Wenn man diese chronologisch abfährt, gelangt man über eine vorgegebene Route an das gewünschte Ziel. Im Unterschied zu einem Navigationssystem wird dabei der Schwerpunkt auf die Strecke und nicht auf das Ziel gelegt. Denn wenn ich bei einem Navi im Auto ein Ziel eingebe, wird mir gegebenenfalls in Abhängigkeit von der aktuellen Verkehrslage und je nach Voreinstellung die kürzeste, die schnellste oder die ökonomischste Strecke vorgeschlagen. Somit kann sich diese wochentag- und uhrzeitabhängig ändern. Mit einem Roadbook passiert mir das nicht. Roadbooks kommen typischerweise bei Rallyes zum Einsatz. Auch Rallyes, wie man sie aus den 80er Jahren vom Fernsehen kennt, bei denen PS-Boliden mit Höchstgeschwindigkeit über schmale Landstraßen zirkelten und diese auch hin und wieder recht spektakulär verließen, nutzten Roadbooks. Als Privatfahrer kann man ihnen jedoch auch begegnen, zum Beispiel bei Oldtimer-Rallyes. Bei diesen kommt es definitiv nicht darauf an, möglichst schnell irgendwo hinzukommen. Im Gegenteil, es geht dort eher gemütlich zu. Dazu suchen die Veranstalter typischerweise landschaftlich besonders reizvolle Strecken aus. Da diese vorher nicht bekannt sind, ist man gewisserweise gezwungen, das ausgehändigte Roadbook zu nutzen und sollte es natürlich auch lesen können. Bei Rallyes fährt man üblicherweise zu zweit, sodass einer das Roadbook liest und damit navigiert und der Fahrer eben fährt, logisch. Beides zu erledigen kann knifflig werden, denn bei manch schlecht gestaltetem Roadbook können die Angaben missverständlich sein. Und die Klärung steht der ungeteilten Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr natürlich entgegen. Manchmal sind es aber auch nur unbeabsichtigte Fehler oder Interpretationsspielräume, um Fehler beim Teilnehmerteam zu provozieren. Denn eine Rallye soll zwar Spaß machen, aber ein wenig Wettbewerb ist es dann eben doch. Und so entstehen teils wilde Diskussionen zwischen Fahrer und Beifahrer. Aber die gehören irgendwie dazu und machen auch den Reiz aus, sich als Team zusammenzuraufen und zu funktionieren. Im nächsten Video zeige ich, wie so ein Roadbook aufgebaut ist. Soweit danke fürs Dabeisein und bis dahin.